Wir waren 24 Tage unterwegs. In 4 Ländern. Unser Zuhause, das Traumschiff. Unsere Mission, das große Grönland-Abenteuer. MS Deutschland, das Fazit. Unsere Reise nach Grönland war ein absolutes Highlight. Fast 100% Perfektion. Nur ein wenig im Acker. Unser Kapitän, ein wahres Navigationstalent. Und besser als alle TV-Kapitäne des Traumschiffs. Er hat uns sicher durch die eisigen Gewässer manövriert und gleichzeitig Gegenden erforscht, die noch nie ein Wal zuvor gesehen hat. Die Organisation? Kann man kaum besser machen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Reiseplan in Grönland so reibungslos ablief. Selbst die Polarfüchse waren beeindruckt von unserem Zeitmanagement. Das liegt sicher ein wenig am erfahrenen Team von Phoenix. Vor allem aber auch an der Größe des Schiffs. Mein Tipp, für diese Reise muss es ein kleiner Dampfer sein. AIDA, TUI oder die anderen Mainplayer kriegen das nicht hin. Sie sind für Grönland schlicht zu groß. Und Grönland selbst? Ein Naturspektakel, das selbst den größten Couchpotato in einen Abenteurer verwandelt. Gletscher, Fjorde und Tierwelt. Und das bei dem Wetter. Ich glaube, wir haben den ersten Preis im Arktis-Lotto gewonnen. Kurz gesagt, diese Reise war so großartig. Es war eine unvergessliche Erfahrung, die uns mit wunderbaren Erinnerungen und einem Lächeln im Gesicht zurückgelassen hat. Grönland, du hast uns verzaubert.